Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Mittagspause und haben nicht zu viel gearbeitet. Vielleicht ist es auch nur ein frommer Wunsch. Auf jeden Fall setzen wir jetzt unsere Plenarsitzung fort. Eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag Fraktion Die Linke, keine Änderung der gesetzlichen Arbeitszeit für Beschäftigte der kritischen Infrastruktur. Wegen Omikron länger und sonntags zu arbeiten, ist derzeit nicht notwendig. Drucksache 20-7811. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Top 96 und kann, wenn niemand widerspricht, mit den Tagesordnungspunkten 21 bis 23 zu diesem Thema aufgerufen werden. Ich rufe auf Top 75 und 92 unserer Tagesordnung. Top 75, Antrag Fraktion der SPD, unabhängige Justiz erfordert uneingeschränkte Verfassungstreue, Drucksache 20-7740. Das ist auch der Setzpunkt der Fraktion der SPD. Wird aufgerufen mit Top 92 unserer Tagesordnung, dem dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke, Drucksache 20-7805. Und als Ersten darf ich Herrn Kummer von der SPD-Fraktion ans Rednerpult bitten. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die unabhängige Justiz ist elementarer Bestandteil unseres demokratisch verfassten Rechtsstaats. Insbesondere die individuelle, persönliche sowie fachliche Unabhängigkeit der einzelnen Richterin bzw. des einzelnen Richters stellen hierbei unabdingbare Voraussetzungen für ein gerechtes sowie wirkungsvolles Agieren der Judikative dar. Darüber sind wir uns einig. Was aber passiert, wenn unser Rechtsstaat von innen ausgehöhlt wird, wenn unser Rechtsstaat erodiert? Kolleginnen und Kollegen, wir sehen bereits in Sachsen, wie die Justiz nach rechts driftet und die vermeintlich wehrhafte Demokratie dem AfD-Bundestagsabgeordneten Jens Mayer kampflos das Feld überlässt. Dieser Richter steht, Zitat, der verfassungsfeindlichen NPD offenkundig näher als dem Bekenntnis zur Menschenwürde. Und hier zitiere ich den Verfassungsrechtler Prof. Dr. Fischer-Lescano. Insofern, Kolleginnen und Kollegen, zwingt uns geradezu das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Juli des letzten Jahres zur Befangenheit eines Richters am Verwaltungsgericht Gießen zum Handeln. Es zwingt uns dazu. Die Äußerungen des Richters H. am Verwaltungsgericht, die dieser in der Urteilsbegründung vom 9. August 2019 getätigt hat, lassen massive Zweifel dahingehend aufkommen, ob und inwiefern der in Frage stehende Richter die in Artikel 127 Absatz 2 der Hessischen Verfassung bezeichneten Voraussetzungen weiterhin erfüllt und sein Verbleib im Justizdienst des Landes Hessen somit Fortbestand haben kann. Und das ist, Kolleginnen und Kollegen, bei ihm nicht das erste Mal, siehe sein Urteil zur Bezeichnung von Behörden und der deutschen Sprache aus dem Jahr 2014. Auch das empfehle ich Ihnen. Hier möchte ich Kolleginnen und Kollegen Carlo Schmidt, einen der Väter des Grundgesetzes, aus den Beratungen im Parlamentarischen Rat zitieren. Carlo Schmidt hat damals gesagt, es genügt nicht, dass ein Richter formal demokratisch urteilt, sondern sein Urteil muss von den Wertmaßstäben, die den Kern der Demokratie ausmachen, getragen sein. Unsere Verfassung, Kolleginnen und Kollegen, sieht daher für Richterinnen und Richter besondere, über das allgemeine Beamtenrecht hinausgehende Regelungen nach Artikel 98 des Grundgesetzes vor. Interessant ist hier insbesondere die Entstehungsgeschichte des Artikels 98 Grundgesetz. Zunächst geht es um die Wahl der Richterinnen und Richter durch einen Richterwahlausschuss. Die Richterwahl sei, und das ist ganz interessant, hören Sie bitte genau zu, angesichts der Erfahrungen in Weimar und in der NS-Zeit nötig, um die Richter auf ihre demokratische Zuverlässigkeit zu prüfen und damit, wie es auch unsere ältere hessische Verfassung formuliert, die Gewähr dafür zu bieten, dass sie nach ihrer Persönlichkeit und ihrer richterlichen Tätigkeit ihr Amt im Geiste der Demokratie und des sozialen Verständnisses ausüben werden. Deshalb fordern wir auch in unserem Antrag heute, dass die Ministerin im Einvernehmen mit dem Richterwahlausschuss tätig wird. Uns geht es hier nicht, Kolleginnen und Kollegen, um eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Urteil.
sondern vielmehr die allesamt nicht entscheidungstragenden, die 16-seitigen Ausführungen des Richters H. zum Themenkomplex der Migration. Laut Bundesverfassungsgericht lassen die Äußerungen, seine Äußerungen an der Unvoreingenommenheit des abgelehnten Richters H. zweifeln, insbesondere vor dem Hintergrund der ausufernden historischen Begründung für die Behauptung, hören Sie bitte genau zu, dass Einwanderung, Zitat, naturgemäß eine Gefahr für kulturelle Werte an dem Ort darstelle, an dem die Einwanderung stattfinde, und darüber hinaus die bestehende Gefahr für die deutsche Kultur und Rechtsordnung sowie menschliches Leben nicht von der Hand zu weisen sei und sogar der Fortbestand unseres Staates in Gefahr sei. In den Worten des Bundesverfassungsgerichts stehe es dem Urteil mithin auf die Stirn geschrieben, dass der Richter, der es abgefasst hat, Migration für ein grundlegendes, die Zukunft unseres Gemeinwesens bedrohendes Übel hält. Damit hält er, der Richter, die Wahlplakataussage der verfassungswidrigen MPD, Zitat, Migration tötet, für empirisch belegt und richtig. Kolleginnen und Kollegen, das ist ungeheuerlich. Und weil dies so ist, darf dies auf keinen Fall verharmlost werden. Dies dürfen wir nicht hinnehmen und nicht zulassen. Wir müssen mit unserem Antrag deshalb einen Prozess anstoßen. Das abschließende Urteil, darüber sind wir uns klar, das abschließende Urteil gebührt selbstverständlich dem Bundesverfassungsgericht. Die Richteranklage ist jedoch hierfür der einzig richtige Weg. Die hessische Justizministerin hat dies trotz der Ungeheuerlichkeit des Vorgangs nicht erkannt. An sie gerichtete anwaltliche Eingaben hat sie mit einer banalen und zudem falschen Begründung zur Seite gewischt. Und die damalige disziplinarrechtliche Beurteilung, die stattgefunden hatte, stellt sich aufgrund des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts aus dem letzten Jahr als falsch heraus. Sie sagen, Frau Ministerin, der Kampf gegen Hass und Hetze sei kein Sprint, Zitat, sondern ein Marathonlauf, bei dem Sie nicht nachlassen werden. Ich frage Sie, Frau Ministerin, sieht so Ihr konsequentes Einschreiten gegen jede Form der Diskriminierung, gegen Hetze, gegen Extremismus aus? Sieht dies so aus, das Eintreten? Sie müssen, glaube ich, Ihren sonntäglichen Reden halt auch werktags Taten folgen lassen. Sie verstecken sich hinter Ihrer falschen Interpretation der richterlichen Unabhängigkeit und verwechseln sie mit richterlicher Unantastbarkeit. Doch gerade Artikel 127 der Hessischen Verfassung fordert Sie doch geradezu zum Tätigwerden auf. Es ist Ihre auch amtseidliche Pflicht, auch insoweit unsere Verfassung zu verteidigen und zu schützen. Kolleginnen und Kollegen, nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts kann ein Richter nicht zugleich, ich zitiere, nicht zugleich in der organisierten Staatlichkeit wirken und die damit verbundenen persönlichen Sicherungen und Vorteile in Anspruch nehmen und aus dieser Stellung heraus die Grundlage seines Handelns zerstören wollen. Das Bundesverfassungsgericht sagt, der freiheitlich-demokratische Rechtsstaat kann und darf sich nicht in die Hand seiner Zerstörer begeben. Die Richteranklage mit den sinnvollerweise hohen Hürden an das Verfahren soll einem Missbrauch der richterlichen Unabhängigkeit zum Kampf gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung Einhalt gebieten. Niemand steht über dem Gesetz und schon gar nicht über der Verfassung und auch Richter nicht. Die richterliche Unabhängigkeit erfährt dadurch, und das betone ich auch an Sie, Herr Müller, Kollege Müller, die richterliche Unabhängigkeit erfährt dadurch sachlich keine Einschränkung. Denn die strikte Rechtsbindung, zumal die Bindung an den Kernbestand des höchstrangigen und vorrangigen Verfassungsrechts, bildet das notwendige Korrelat und die immanente Grenze der garantierten Unabhängigkeit der Rechtsfindung. Gestatten Sie mir ganz einfach einmal folgende einfache Fragen. Würde der Verwaltungsrichter H. im Richterwahlausschuss heute zum Richter auf Lebenszeit ernannt werden? Ich kann dazu sagen, ganz klar, er würde es nicht. Wie und in welcher Weise? Zweite Frage.
Wie und in welcher Weise soll Richter H. mit seinen abstrusen, kruden Ansichten je wieder Gewähr dafür bieten, die Unabhängigkeit der Justiz und ihre Bindung an Menschenwürde, an die Gleichheit aller Menschen und das Verbot der Diskriminierung zu beachten? Wie soll es gelingen? Wie soll es gelingen, in einem Rechtsstreit Vertrauen in die Unabhängigkeit und Gerechtigkeitsvorstellungen eines Juristen wie dem Richter H. am Verwaltungsgericht in Gießen zu fassen? Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Ende. Die Macht, die durch die richterliche Unabhängigkeit zu Recht, das unterstreiche ich und betone ich, die Macht, die durch die richterliche Unabhängigkeit dem Richter vom Volk verliehen wird, verlangt andererseits die unbedingte Treue zur Verfassung, ihren Werten und insbesondere ihren unabänderlichen Grundrechten. Wer dies nicht garantieren kann oder nicht garantieren will, dem darf diese Macht erst gar nicht verliehen werden oder weiterhin verliehen sein. Und darum geht es hier. Es geht in der Tat um unsere wehrhafte Demokratie. Es geht darum, endlich Einhalt zu gebieten der Erosion unseres Rechtsstaats. Es geht um unsere wehrhafte Demokratie, um nicht mehr, aber auch um nicht weniger. Danke Ihnen. Bevor ich die nächste Rednerin, die Frau Förster-Heldmann von Bündnis 90 Die Grünen, als Rednerpult bitte, bitte ich den Abgeordneten Schenk, sich an die Allgemeinverfügung des Hessischen Landtags zu halten. Wir haben verabredet, dass Sie, Sie haben hier einen Attest vorliegen und ein Face Shield, dass Sie nach der Allgemeinverfügung und den Verabredungen, die wir hier im Hause getroffen haben, oben Platz zu nehmen haben. Ich habe die dringende Bitte, Herr Schenk, dass Sie der Allgemeinverfügung des Präsidenten hier Folge leisten. Herr Schenk, ich gebe Ihnen kurzes Wort. Sie wissen selbstverständlich, dass ich das nicht mit Ihnen diskutiere. Und unter Protest ziehe ich jetzt so eine Maske auf. Ich sage noch mal was dazu, ne? Frau Dr. Sommer, Sie haben sich zu Wort gemeldet. Ja, ich habe mich zur Geschäftsordnung gemeldet, Frau Präsidentin. Wir haben im Ältestenrat beschlossen, dass im Plenarsaal und in den Ausschusssitzungen die 3G-Regelung und Maskenpflicht gelten, so auch an dem Sitzplatz. Das heißt, hier dürfen nur Geimpfte, Genesene und aktuell negativ getestete Abgeordnete mit Maske sitzen. Alle anderen haben die Möglichkeit, sich oben hinzusetzen, und oben ist auch das Mikrofon aufgebaut. Also von daher gibt es gar keinen Grund, hier zu diskutieren. Das ist alles so miteinander vereinbart. Herzlichen Dank. Herr Berlino zur Geschäftsordnung. Einen Moment. Das ist meins, was Sie angemacht haben. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich kann mich der Vorrednerin nur anschließen. Ich empfinde dies aber als eine bewusste Provokation dieses Parlaments. Und das können wir nicht durchgehen lassen. Wir haben im Ältestenausschuss mehrfach darüber gesprochen, entsprechende Beschlüsse herbeigeführt, an denen sich jeder bisher gehalten hat. Was Herr Schenk hier macht, ist eine bewusste Provokation und verdient eine sehr deutliche Antwort. Ich bitte, das Thema im nächsten Ältestenausschuss aufzurufen. Und das kann nicht so stehen bleiben. Das geht nicht.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ja, ich stimme dem Kollegen Bellino und der Kollegin Dr. Sommer ausdrücklich zu. Ich habe Herrn Schenk vorhin schon im Plenargebäude darauf aufmerksam gemacht, dass die Allgemeinverfügung des Präsidenten im Plenargebäude auch für ihn gilt, dass er dort Maske zu tragen hat. Er hat sich geweigert, die Maske zu tragen. Auf mehrfaches Aufforderung hat er die Maske nicht angetragen. Er kenne die Allgemeinverfügung nicht des Präsidenten, hat er gesagt. Er habe überhaupt gar keine Maske. Das habe ich dem Präsidenten vorhin mitgeteilt und habe ihm auch gebeten, die notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Aber was Sie hier sehen, ist ja genau das AfD-Spiel, den Versuch zu unternehmen, durch Skandalisierung ihrer Handlungsweisen wieder Öffentlichkeit zu generieren. Und wir tun Ihnen leider gerade wieder den Gefallen. Zur Geschäftsordnung, Herr Dr. Grobe. Melden Sie sich bitte. Nee? Ja, jetzt geht's. Herr Schenk ist getestet und hat jetzt die Maske aufgesetzt. Meine Damen und Herren, ich habe dem Herrn Schenk den entsprechenden klaren Hinweis und die Aufforderung erteilt, mit Hinweis auf die Allgemeinverfügung des Präsidenten. Im konkreten Fall ist er auf diesen Hinweis, dieser Aufforderung nachgekommen. Wir fahren jetzt in der Debatte fort, aber das wird Thema des nächsten Ältestenrates werden, meine Damen und Herren. Ich darf nun Frau Förster-Heldmann von Bündnis 90 Die Grünen ans Rednerpult bitten. Das ist nett von Ihnen. Vielen Dank. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, vielleicht ganz gut, dass wir eine kleine Pause hatten nach der doch sehr aufgewühlten Rede des Herrn Kummer, so möchte ich das mal bezeichnen. Bestimmt erinnern Sie sich auch an die Presse. Berichterstattung über das Urteil des Verwaltungsgerichts, über das wir heute sprechen. Es war ja im August 2019. Und damals haben wir natürlich schon darüber diskutiert und waren auch bewusst. Heute, über zwei Jahre später, beschäftigt sich der Hessische Landtag damit. Mich hat das Urteil sprachlos zurückgelassen. Während des Lesens habe ich gedacht, das muss doch jetzt endlich mal aufhören. Aber nein, es hört nicht auf. Es dauert ja 16 Seiten, eng geschrieben. Und es kommt eine krude, wie ich finde, krude Argumentation auf die nächste. Und in meiner Wahrnehmung wird es irgendwie immer verrückter. Das ist aber die Begründung des Urteils. Und ich persönlich muss ehrlich sagen, ich löse daraus auch eine gewisse Affinität zu rechtem Gedankengut. Das, glaube ich, kann ich so feststellen. Aber was machen wir jetzt damit? Was machen wir mit der Emotion, die wir daraus abgeleitet haben, die wir da empfinden? Und ich habe sie auch empfunden, das ist mal ganz klar zu sagen. Aber schauen wir bitte mal genau hin. Im Antrag der SPD wird letztendlich eine Richteranklage gefordert. Und das ist ein scharfes Schwert. Und das ist ein Instrument, von welchem seit dem Bestehen der Bundesrepublik noch nie Gebrauch gemacht worden ist. Und das hat gute Gründe. Und die Gründe liegen darin, dass die Schwelle für eine Richteranklage sehr hoch ist. Und das wiederum liegt in unserer Verfassung selbst begründet. Wir befinden uns hier in der Spannungslage zwischen Demokratie und richterlicher Unabhängigkeit. Und die Unabhängigkeit der Gerichte ist ja selbst der freiheitlich-demokratischen Grundordnung geschuldet. Und nochmals, nicht umsonst ist die Richteranklage, von der noch nie Gebrauch gemacht worden, auch in den 70 Jahren des Grundgesetzes nicht. Und nicht umsonst sind die Hürden für Richteranklage sehr hoch. Und das sollte uns zu denken geben. Und wir sollten hier keine unbedachten Schritte gehen und vor allen Dingen uns nicht von unserer Emotion leiten lassen. Kann sein, dass das jetzt eine Unterstellung ist, dass es nur bei mir so ist, aber das ist für mich ein Prinzip. Wir sollten nichts unternehmen, was uns selbst dem Vorwurf aussetzen könnte, dass wir ein tragendes Prinzip unserer Verfassung nicht respektieren
nämlich die richterliche Unabhängigkeit. Und weil das so ist und weil es nicht darum geht, die Äußerungen des Richters in seinem Urteil zu der Entfernung von NPD-Plakaten zu relativieren oder gar zu verharmlosen, ist mir ganz wichtig. Es geht um uns, und es geht um eine ganz schwere Abwägung in einer ausgesprochen delikaten Angelegenheit. Und wir sind ja nicht alleine. Ist ja angesprochen worden. Wer gestern Abend die Tagesthemen gesehen hat, hat ja die sächsische Justizministerin gehört und auch den Kommentar. Und ich habe das als Anlass genommen und habe heute Morgen mit ihr telefoniert darüber. Und da haben wir noch einmal einen Abgleich darüber gemacht. Und ich komme da später darauf zurück, was Sie gesagt haben, Herr Kummer. Und deswegen glaube ich, liegt der Fall hier etwas anders. Aber weil diese Problematik delikat ist und weil wir uns in einem ausgesprochen sensiblen Bereich befinden, frage ich Sie, wäre es nicht sehr viel besser, im Rahmen des Rechtsausschusses mit Expertinnen und Experten sich zu unterhalten, sozusagen ein Schwerpunktthema zu diesem Thema zu setzen und sich die Expertise von Richterinnen und Richtern, Fachjournalisten, Hochschullehrern etc. dazu zu holen. Frau Förster-Heldmann, lassen Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Kummer zu. Nachher, Herr Kummer. Werte Kolleginnen und werte Kollegen, es geht um eine sehr grundsätzliche Frage der Gewaltenteilung und der Unabhängigkeit der Justiz als elementarer Bestandteil unserer Demokratie. Deswegen glaube ich, dass diese Diskussion, dieses Gespräch absolut nötig ist. Und die Kernfrage lautet doch, wie kann man die Unabhängigkeit der Gerichte und die Werte unserer der Gerichte und Richter und die Werte unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung gleichermaßen schützen und bewahren. So, und jetzt noch einmal zu dem, was Sie vorhin gesagt haben, das Aushöhlen der Justiz. Das würde ja ein Prinzip voraussetzen. Das ist hiermit nicht der Fall. Und deswegen verwahre ich mich gegen diese Äußerung. Die finde ich absolut nicht richtig. Und es ist eine Vorverurteilung, die ist nicht zulässig. Und es ist auch nicht, doch, ich habe es mitgeschrieben. Und ich verwahre mich auch dagegen, sozusagen von einem pauschalen Rechtsruck der Justiz in welchem Bundesland auch immer zu sprechen. Leute, Vorsicht. Und deswegen schlage ich vor, lassen Sie uns eine Expertenkommission im Rechtsausschuss initiieren. Ich werde dazu die Obleute der Fraktionen anschreiben und das initiieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die Reinigung des Pults, für unsere Sicherheit. Danke, dass Sie immer für uns da sind. Und zu einer Kurzintervention hat sich, ja, das ist mal ein Applaus wert. Das, absolut. Dankeschön. Zu einer Kurzintervention hat sich Herr Kummer von der SPD zu Wort gemeldet. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen. Das ist eine Kurzintervention. Es tut mir leid, dass Sie jetzt gleich wieder hierher müssen, aber auch herzlichen Dank von mir für die Arbeit. Frau Kollegin Förster-Heldmann. Was richtig, was falsch wiedergegeben wird, muss richtiggestellt werden. Ich habe nicht von einer Aushöhlung der Justiz gesprochen, sondern ich habe von einer Aushöhlung, von einer Erosion unseres Rechtsstaats gesprochen und nicht von einer Aushöhlung der Justiz. Das muss richtiggestellt werden. Und darüber hinaus, bei Ihrer Expertenkommission gehe ich davon aus, dass Sie dann die Richter des Bundesverfassungsgerichts einladen werden, die uns dann im Rechtspolitischen Ausschuss zur Verfügung stehen und ihre Meinung, nämlich die der Bundesverfassungsrichter, zu diesem Thema vortragen können. Da darf ich sicherlich davon ausgehen. Frau Förster-Heldmann, Sie haben das Wort. Ja, danke schön. Also gut, dann haben wir das eine klargestellt. Ist alles in Ordnung. Ich sage nur Vorsicht. Und
Auch werde ich nicht einen Vorschlag dazu machen, sondern es muss ein gemeinsamer Vorschlag der Fraktionen sein. Das ist doch wohl klar, oder? Das ist mir ganz wichtig, dass das nicht, dass ich diesen Vorschlag gemacht habe. Und das werde ich jetzt mit den Obleuten initiieren. Und dann kann jeder den Vorschlag machen, wer wen er eingeladen haben möchte. Und ich glaube, es ist sehr wertvoll und sehr wichtig, dazu verschiedene Meinungen zu hören und sich auch über das Thema noch explizit auseinanderzusetzen. Vielen Dank. Für die Linken bitte ich nun Herrn Dr. Wilken ans Rednerpult. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will mal mit der Frage meiner grünen Vorrednerin anfangen. Sie hat in der Mitte ihres Beitrags gesagt, was machen wir denn jetzt? Ja, das, was uns die Verfassung vorschreibt, machen wir hier als Parlament in einem solchen Fall. Und die Verfassung schreibt uns nicht vor, ein Fachgespräch in einem Rechtsausschuss zu organisieren, sondern der Auftrag an uns als erste Gewalt ist in der Hessischen Verfassung ganz genau, aber anders beschrieben, als dass die grüne Sicht darauf ist. Und Frau Förster-Heldmann, Sie haben ja zu Recht darauf hingewiesen, dass es noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik vorgekommen ist, dass wir zu einer Richteranklage gekommen sind. Aber wir leben offensichtlich in ganz besonderen Zeiten der Erosion unserer Demokratie, für die wir jetzt eben hier in diesem Raum wieder ein exzellentes Beispiel haben. Und von daher haben wir eine ganz andere Situation, in der wir uns darüber verständigen müssen, was heute im Jahre 2022 wehrhafte Demokratie heißt. Herr Kummer hatte bereits darauf hingewiesen, woher mit welchem Auftrag wehrhafte Demokratie, manchmal auch als streithafte Demokratie beschrieben, kommt. Und es ist vollkommen klar und uns allen mit Sicherheit auch bewusst, dass es darum geht, die freiheitliche Ordnung konsequent zu verteidigen und keinen diese Ordnung bedrohenden Missbrauch der Grundrechte hinzunehmen. Das ist Kern der streitbaren Demokratie. Und ja, auch für uns ist selbstverständlich, und das wird auch mit keiner Äußerung, die seitens der SPD oder seitens der Linken in den letzten Wochen und auch hier gekommen sind, in Frage gestellt. Die richterliche Unabhängigkeit ist grundlegendes Merkmal einer rechtsstaatlichen Rechtspflege. Und durch die richterliche Unabhängigkeit wird die für den Rechtsstaat unerlässliche Gewaltenteilung garantiert. Selbstverständlich. Und dann stellt sich selbstverständlich die Frage, und was machen wir dann jetzt mit einem Richter, dessen Zitate hier schon erwähnt worden sind, in einer Situation, wo sich seit 2 Jahren die Justizministerin weigert, die Begründungen aus diesem Urteil überhaupt nur zu kommentieren. In der Zeitung durfte ich lesen, dass Sie, Herr Wagner, gesagt haben, Sie warten mal erst ab, wie sich das Justizministerium dazu verhält. Ich habe es gelesen. Ob Sie es gesagt haben, müssen wir dann noch einmal nachgucken. Wir haben die Äußerungen, im Kern die Äußerung, Migration tötet. Das ist eine empirisch beweisbare Tatsache. Bereits im Dezember 2019 und weitere sehr verstörende Zitate aus dem Urteil dieses Richters, also der Begründung des Urteils dieses Richters, in einer Kleinen Anfrage an die Justizministerin gestellt, um Kommentare gebeten. Dort hat sie geantwortet, und das könnten alle dieses Hauses, die sich mit den Vorgängen und den
Antworten auf Kleine Anfragen beschäftigen. Seit gut 2 Jahren, seit Januar 2020 auch wissen. Die Justizministerin, Frau Kühne-Hörmann, antwortete damals knapp, dass ihr als Exekutive, also als zweiter Gewalt, eine Überprüfung oder Kommentierung von Gerichtsentscheidungen nicht zustehe. Aber, meine Damen und Herren, als erste Gewalt, als das Parlament, haben wir hierzu nicht nur das Recht, sondern nach hessischer Verfassung auch die Pflicht. Und deswegen noch einmal ein Verweis auf die hessische Verfassung im Artikel 127. Wir benennen Richter erst dann auf Lebenszeit, wenn sie die Gewähr dafür bieten, dass sie ihr Amt im Geiste der Demokratie und des sozialen Verständnisses ausüben werden. Das ist Aufgabe der Vorbereitung des Justizministeriums und wir als Mitglieder des Richterwahlausschusses das dazu entscheiden. Und in demselben Artikel unserer hessischen Verfassung steht, erfüllt ein Richter nach seiner Berufung auf Lebenszeit diese Erwartungen nicht, so kann ihn der Staatsgerichtshof auf Antrag des Landtages seines Amtes für verlustig erklären und zugleich bestimmen, ob er in ein anderes Amt oder in den Ruhestand zu versetzen oder zu entlassen ist. Der Antrag kann auch vom Justizminister im Einvernehmen mit dem Richterwahlausschuss gestellt werden. In beiden Varianten sind wir als Abgeordnete aufgefordert, wenn wir erkennen, und ich vermute mal, dass die große Mehrheit in diesem Haus durchaus erkennt, dass diese migrationsfeindlichen Äußerungen eines hessischen Verwaltungsrichters eine Gefahr für unsere Demokratie darstellen, dann sind wir verpflichtet, tätig zu werden. Und wenn es so ist, dass wir Äußerungen, die nah an der Frage von Volksverhetzung sind, wenn wir das nicht strittig, aber konsequent gegen anstehen, dann frage ich mich, was glauben wir eigentlich, muss noch alles passieren, um zu erkennen, dass diese Antidemokraten unsere Demokratie kaputt machen wollen? Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.